Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir machen uns heute dran, eine Polizeistation zu bauen. Ist ja schon eine Weile her, dass wir mal was anderes gebaut haben als was von den Simpsons. Und ich denke mir einfach, es wird mal wieder Zeit dafür. Ich habe das ja alles ein bisschen studieren lassen, ne? Hier immer mal was anderes zu bauen. Aber wir fangen einfach mal heute wieder damit an. Und am besten geht es einfach mal mit einer Polizeistation, die du auch schon hier vor uns siehst. Daneben wird dann natürlich hier unser Original denn gebaut. Es war ja hier auch schon so gut wie ein Original, weil es auch eingerichtet ist. Da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Und zwar werde ich euch zeigen, wie man das Ganze einrichtet. Naja, wenigstens die Räumlichkeiten, wie man das Ganze dann einrichtet. Ich sag mal, kann jeder seine eigene Idee machen, ne? Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einer Tour. Denn ich habe mir gedacht, ich zeige euch erstmal, wie es innen drin aussieht. Dann kann man schon mal gucken, gefällt mir das, möchte ich das auch nachbauen oder nicht. Ne? Und dann kann man ja selber entscheiden, ob man sich die anderen Teile auch noch angucken möchte. Denn wir werden das Ganze ein bisschen aufteilen. Heute ist ja Teil 1. Da machen wir jetzt erstmal die Tour und fangen dann an, die ersten Wände zu bauen. Danach kommt dann zu Teil 2. Da kommt es dann natürlich auch in der Videobeschreibung hin. Da bauen wir dann, sag ich mal, die ganzen Feinheiten ran. Das heißt, die Fenster, der Eingang und das Dach machen wir dann. Und im dritten Part kommen dann die Räumlichkeiten innen drin, wie man sich das Ganze gestalten kann. Vielleicht noch ein paar kleine Tipps von mir und dann bauen wir auch noch den Helikopter zum Schluss. Ja, aber ich würde sagen, wir legen erstmal los und gehen erstmal in die Polizeistation rein. Natürlich gehört sich das hier einfach mal hier vorne rein. Zack. Also ich bin selber ja immer, also gehe eigentlich ungern zur Polizei, also besonders in der Station. Ich war da eigentlich noch nie drin, aber ich möchte da auch eigentlich gar nicht erstmal hin. Weil wer möchte denn schon gerne freiwillig zur Polizei? Außer man arbeitet da, ne? Ja, so, wir kommen hier rein und dann haben wir hier natürlich gleich den Empfangsbereich. Falls man Probleme oder sonstige Sachen hat, kann man sich dann hier melden. Ich würde sagen, wir gehen hier kurz mal hinter den Kulissen und können ja auch mal gucken, was steht denn da so im PC drin. Kein Kennwort dafür. Naja, egal. Ja, jedenfalls hier so eine kleine Empfangsstation, ne? Wird man dann empfangen, kann man seine Daten eingeben, bla bla bla. Kann man hier so ein bisschen machen. So, ansonsten kann man dann hier noch zu den Seiten gehen. Wir gehen einfach erstmal hier zu der Seite. Haben wir eine kleine Bank, ne? Falls wir hier irgendwie einen Termin haben oder sonstige Sachen, können wir hier warten. Oder wenn wir aufgefallen sind hier in Minecraft, ne? Müssen wir natürlich auch hier warten. Ansonsten gibt es dann hier auch so schöne Räumlichkeiten, fast wie so ein Hotel, ne? Hat man ein schönes Bett. Natürlich, ich hoffe mal, das ist ein Waschbecken, ne? Ich weiß ja nicht, was es sonst sein könnte. Und dann hat man natürlich noch ein schönes Fenster mit einer tollen Aussicht auf eine grüne Fläche. Tja, das ist eigentlich fast wie im Hotel, ne? Nur dass man keinen Schlüssel hat für die Tür. Ja, okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Dann haben wir mal die andere Seite. Dann haben wir auch nochmal so eine Art einen Flur, könnte man sagen. Natürlich auch hier wieder eine Bank zum Warten. Und dann gibt es ja einen Fahrstuhl. Ich weiß ja immer nicht, welche Version ihr zockt, ne? Minecraft gibt es da so viele Versionen. Ich habe mich einfach mal entschieden, ohne Command-Blöcke hier zu arbeiten, weil ich denke mal, die meisten haben vielleicht auch keine Command-Blöcke oder wollen auch gar nicht damit arbeiten. Natürlich kann man auch mit Command-Blöcken einen Fahrstuhl bauen, aber wer nicht dafür ist, habe ich hier einfach mal einen Lorn-Fahrstuhl reingebaut. Noch so die ganz alte Schule, baue ich immer am liebsten. Ich weiß, es gibt ja auch so Wasserfahrstühle, aber ich finde irgendwie einen Lorn-Fahrstuhl irgendwie cooler. Ja, habe mich einfach mal dafür entschieden. So, dann sind wir natürlich hier im ersten Stock. Hier ist dann, sag ich mal, der Arbeitsplatz von den ganzen Polizisten, ne, die hier so ihre Schreibtische haben, ihre Formulare oder was weiß ich nicht hier alles ausfüllen können. Natürlich gibt es auch hier wieder ein, ja, ich sag einfach mal Gefängniszelle dazu. Falls einer nicht ausreicht, ne, haben wir noch eine zweite. Jo, so, das ist dann natürlich hier das zweite Stockwerk. Ich versuche euch das Ganze denn so gut es geht hier so, naja, mit den Räumlichkeiten zu helfen, wie man sich die hier einrichtet. Aber gucken wir mal, wenn es soweit ist, ne. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter ein Stockwerk höher. Wir können noch ein bisschen hoch. Boah, da sind wir schon oben. Und zwar ist hier dann natürlich das Dach, wo unser Helikopter steht, mit dem wir natürlich zu jedem Einsatz schnell kommen. Doch. Doch. Na. Ach, ich vergesse auch immer den Schlüssel. Egal, vielleicht drehen wir nächstes Mal eine Runde damit. Ja, nun fährt der Helikopter auf dem Dach und dann, ja, war es eigentlich schon die Polizeistation. Ich bin relativ fetzig, kann man sich auch überall mal ein bisschen so hinplatzieren, ne? Und dann so ein bisschen Polizei spielen. Denn man muss ja Minecraft auch schützen, ne? Kann ja sein, dass auch ein paar Räuber in Minecraft unterwegs sind. Da fehlt natürlich jetzt uns noch irgendwie so eine Bank, ne? Nein, jetzt nicht so eine Bank, auf der man sich hinsetzen kann. Nein, eine Bank, wo du dein Geld hinbringst. Sowas fehlt auch noch in Minecraft. Na, vielleicht eine Idee für unsere Simpsons-Welt? Na, wer weiß. Musste ich mir eigentlich mal wieder notieren. So, ich würde sagen, wir legen los mit unserer Polizeistation. Da fangen wir einfach mal an. Plupp. Sonst schaffen wir heute ja gar nichts mehr hier. So, wir nehmen einfach mal raus. Ich habe mir extra ein bisschen Blockmaterial erstmal
vorgenommen, ne, wir machen hier heute nicht alles, sondern erstmal wieder so große Massenarbeit. Dabei holen wir uns dann ganz einfach mal hellgrauen Beton raus, dennoch weißen Beton, eine steinzige Stufe holen wir uns raus, blauen Zement noch. Na, sei ja auch Beton, ne? Oder? Nee, heißt Zement. Also Zement. Ja, denn türkises Glas brauchen wir noch. Du kannst natürlich auch jedes Glas nehmen, was dir gefällt. Aber ich empfinde jetzt einfach, dass Türkise passt gut dazu und kann man ja einfach mal nehmen. Jo, okay. Wenn wir dann das Ganze haben, geht's los. Und zwar erstmal mit der hellgrauen, mit dem hellgrauen Beton. So, wir müssen erstmal den Grundriss ziehen. Das heißt ganz einfach, wir fangen jetzt irgendwo an. Ich suche mir jetzt einfach diese Ecke raus. Mache hier einfach mal so eine, ja, da kann man sagen, so einen rechten Winkel hier so rein. Dann gehen wir einfach mal, ich muss mir noch mal kurz die Stufen hier umsortieren. So, dann gehe ich jetzt einfach vorne an den Seiten, jeweils zwei Zielstufen zu den Seiten weg. Wir fangen natürlich erstmal auf der einen Seite an, wäre Quatsch, wenn wir jetzt immer ein bisschen synchron machen. Geht auch nicht so richtig, weil hier ist schon vorne unser Eingang. Das heißt einfach mal, wenn wir das so jetzt haben, das ziehen wir hier auch erstmal wieder so einen Winkel rein. Gefolgt dann machen wir noch einen weiteren Block vorne ran. Gehen einen nach oben und machen so einen Zweier auf. Okay, wenn wir das haben, lassen wir nach diesem Zweier einen frei und setzen nochmal zwei hin, gehen einen nach vorne und setzen drei hin. Dann wieder einen so nach vorne, ne, wird so ein bisschen synchron werden. Dann setzen wir da wieder ran zwei Stufen und machen hier wieder so einen rechten Winkel rein. So, hier an der Spitze machen wir nochmal zwei Stufen so nach hinten weg. So, sollte das Ganze synchron sein, dann kann das immer abgleichen, wenn man sich darüber hinstellt. Danach nehmen wir wieder einfach unseren Beton zur Hand und machen hier auch wieder einen Winkel rein. So, ich mache das einfach mal immer synchron, ne? Dann kommt man, glaube ich, am besten da voran. So, wenn wir das Ganze haben, setzen wir jetzt einfach mal nach unserer Ecke, so nach hinten weg, nochmal zwei ran. Da machen wir wieder so eine Ecke ran. Dann sollten wir zwischen jetzt natürlich so vier Blöcke noch Platz haben. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Wir können natürlich auch 10, 1, 2, 3, 4 weitere ransetzen und dann beim hintersten einen nach vorne. Einfach darauf achten, dass wir dann hier 4 Blöcke Platz haben. So, wenn wir das Ganze haben, setzen wir jetzt weiter hinten wieder Stufen ran. Wir können das natürlich auch hier wieder synchron machen. Okay, wenn wir das haben, nehmen wir wieder unseren Beton, ne, und machen hier wieder so einen rechten Winkel rein. Zack, auf der anderen Seite auch nochmal. Okay. So, haben wir das. Nehmen wir wieder unsere Stufen zur Hand und platzieren jetzt wieder zwei einfach mal an den Seiten. Okay. Wieder zum Beton wechseln und auch hier wieder einen rechten Winkel reinsetzen. Super. So, wenn wir das Ganze haben, verbinden wir einfach mal das Ganze hier. Das müssten jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke sein. Und dann setzen wir hier in der Mitte, plupp, nach hinten weg, auch nochmal ein. Nur, dass wir hier so an sich drei haben. Hier haben wir drei. Mitte, zack. Einfach mal so einen Beton setzen. Okay. So, jetzt haben wir schon an, auch innen drin kleine Wände zu ziehen, weil das sind so die ersten Markierungen, die können wir ruhig schon mitziehen. Das heißt, einfach auf der Rückseite hier, wo wir diese Mitte haben, setzen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. Zu den Seiten jetzt jeweils 1, 2, 3 noch ansetzen. Andere Seite auch. 1, 2, 3. Da setzen wir dann jeweils 2 Blöcke noch vorne ran. Super. So, dann würde ich sagen, lassen wir 2 Blöcke Platz davor und machen dann 2 hin und 1 zur Seite. Andere Seite auch. Davor einfach 1, 2 Blöcke freilassen, 2 setzen und 1 zur Seite weg. Optimal. So, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter und zwar erstmal mit dem weißen Beton. Jetzt kommt eine Massenarbeit. Auf jeden grauen Beton, den du jetzt hier gesetzt hast, müssen wir jetzt noch 1, 2, 3 mal weißen Beton draufsetzen. Das machst du überall, wo wir diesen grauen Beton haben. So, haben wir das Ganze einmal geschafft, überall auf unseren grauen Beton dreimal weißen Beton draufzusetzen. Kommen wir jetzt zur nächsten Reihe und das ist einfach mal eine blaue Zementschicht. Gleiches Prinzip wie gerade eben, nur dass wir jetzt nur eine Reihe draufsetzen und zwar überall, wo wir weißen Beton haben, setzt du einmal eine blaue Betonschicht drauf.
optimal. So, wenn wir auch das geschafft haben, kommen wir wieder zum weißen Beton und müssen jetzt natürlich auf unserem blauen Beton noch eine weiße Betonschicht draufziehen. Nur diesmal machen wir das nicht überall, sondern nur an bestimmten Bereichen. Und da würde ich sagen, ziehe ich uns erstmal eine Markierungsreihe, wo wir jetzt eine weitere Schicht draufsetzen. Und zwar würde ich sagen, ich mache erstmal, ich mache hier kurz einen kleinen Cut rein. Blub. So, das war der Cut. Aha, ging auch eigentlich relativ fix bei mir. So, wir müssen jetzt einfach nur, wir nehmen einfach den weißen Beton und ziehen einfach nur immer auf dem äußeren Bereich noch eine weitere blaue Betonschicht drauf. Den inneren Bereich lassen wir einfach so, wie er ist mit dem blauen Beton. Dazu kommen wir dann erst im dritten Part, wenn wir natürlich den inneren Bereich weiterbauen. Ansonsten ziehen wir jetzt erstmal die weiteren äußeren Bereiche hoch. Aufgepasst! Wir machen jetzt noch ein bisschen mehr. Und zwar, wenn du, sag ich mal, auf den äußeren Bereichen jetzt überall einmal weißen Beton hingesetzt hast, mach das mal. Okay, so. Hast du jetzt genauso, auch wie ich jetzt hier den weißen Beton draußen hingesetzt, machen wir vorne, einfach mal hier vorne, eine Verbindung hin mit dem weißen Beton. So. Danach schlagen wir mal diese zwei Streben hier mal ein bisschen weg. Komplett runter bis zum grauen Beton und setzen einfach auf den grauen Beton nochmal einmal grauen Beton hin. Weil das ist unser Eingang. Da habe ich, glaube ich, kurz einen Fehler gemacht. Aber nicht so schlimm. Müssen wir ja nur ein bisschen was weghauen. Okay, haben wir also auch das korrigiert. So, danach nehmen wir den weißen Beton. Du hast jetzt natürlich jetzt an den Seiten überall eine Schicht weißen Beton draufgesetzt. Setzt du jetzt auf diese weiße Betonschicht noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke rauf. Das muss man natürlich hier überall machen. Ist wieder ein bisschen Massenarbeit. Aufgepasst, insgesamt hast du denn natürlich hier 7 Blöcke drauf. So, also noch 6 Blöcke überall draufsetzen. Okay, so, dann haben wir jetzt natürlich an den Seiten überall noch 6 weitere Blöcke weißen Beton raufgesetzt. Kommen wir jetzt wieder zu unserer nächsten Aufgabe und zwar beginnen wir wieder mit unserem blauen Zement eine Schicht oben raufzusetzen. Wir fangen einfach mal hier wieder am besten in unserer Ecke an. Ich setze hier einfach mal genau hier drauf blauen Beton. Danach ziehe ich hier einfach mal rüber, zack, einfach gerade rüber. Das macht nichts. Denn wir müssen jetzt einfach nur den blauen Beton auf unseren weißen Beton oben raufsetzen und verbinden jetzt immer zu diese freien Flächen noch miteinander, sodass das Ganze zusammenschließt. Wir können ja einfach an der Seite einmal rüberziehen, zack, bis zur anderen Seite, setzt dann hier noch die fehlenden Blöcke einfach noch auf. Okay, so, nun wir natürlich noch einmal hier rüberziehen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir jetzt ganz einfach mal zu unseren Steinziegelstufen wechseln und setzen jetzt immer jetzt in diese freien Flächen noch einfach die Stufen einfach mal so ran, ne, dass, sag ich mal, der blaue Beton, ne, die Hälfte drüber steht. So, das müssen wir auch natürlich auch einmal hier komplett überall rumziehen. So, ja, ich glaube, dir ist gerade aufgefallen, ich habe mich ein bisschen verzogen, ne, also hier hinten auf dieser Fläche bitte darauf achten, dass ihr die Stufen nicht dazwischen baut, sondern einfach nur da, wo dann wieder unsere Fenster entstehen, die wir jetzt auch gleich bauen werden, aber zuvor machen wir noch kurz das Dach. Das Dach machen wir heute auch schon rauf. Wir nehmen einfach immer noch unsere Steinziegelstufen und platzieren sie auch einfach mal unten am blauen Beton einfach ran und dann können wir das ganze Dach einfach damit einfach mal ausfüllen. So, anschließend, nachdem wir dann, sag ich mal, das Dach hier einmal draufgesetzt haben, können wir nun erstmal unsere Fenster reinsetzen. Dabei nehmen wir jetzt natürlich unsere Glasblöcke zur Hand und fliegen jetzt einfach zu unseren riesigen Öffnungen überall hin, wo wir oben ja diese Stufen platziert haben und können einfach mal hier zwischen so eine Verbindung unsere Glasblöcke setzen. Zack, zack. Unter den Glasblöcken kannst du siehst, ich habe jetzt hier blauen Beton gemacht, aber tausch das Ganze mal aus, du hast ja bestimmt dein Erde oder sowas, mit grauem Beton einfach mal aus. Das ist dann die untere Fläche, kann man ja so machen. Aber ansonsten nimmst du einfach deine Glasblöcke und ziehst sie einfach mal bis nach oben hin, wo sie dann natürlich an unserem blauen Beton anstoßen. So, dabei müssen wir jetzt natürlich jetzt alle Fenster einmal ausfüllen.
So, haben wir das denn einmal geschafft, die Fenster mit unseren Glasblöcken einfach mal auszufüllen? Waren ja natürlich 4 Seiten, ne? Wir haben ja 4 Ecken. Wenn wir das natürlich dann fertig haben, wechseln wir nochmal zu unseren Steinziegelstufen und müssen jetzt noch ein paar Streben reinsetzen in unser Fenster. Wir fangen einfach mal hier vorne auf der Fläche an. Das ist eigentlich auf jeder Seite identisch, ne? Das wiederholt sich dann einfach mal zu. Wir setzen einfach die erste Strebe bei unserer blauen Zementschicht, ne? Einmal unten hin beim Block, sodass wir insgesamt diese Fenstergröße haben. Die nächste wäre ganz einfach auf der Höhe, wo wir, sag ich mal, hier oben 3 Blöcke haben. Ja, ich habe noch mal kurz überprüft, so leicht mit den Augenwinkeln, ob das jetzt stimmt. Ja, stimmt. Einfach dann darauf achten, dass wir dann, sag ich mal, hier oben so 3 Fensterblöcke haben. Da sitzen wir dann da unten einfach die nächste Schicht. So, das müssen wir eigentlich überall einfach mal machen. Ich überprüfe noch mal hier kurz. Ja, so habe ich das auch gemacht. Wird schon richtig sein, wie ich das gemacht habe. Ja, so müssen wir es einfach machen. Wir machen es noch einmal mal. Und danach, ihr wisst ja, Zeitraffer. So, bei der blauen Zementschicht, zack, setzen wir die erste Strebe hin. Dann können wir oben einfach mal überprüfen. 1, 2, 3 und ab dem vierten Block oben, zack, setzen wir einfach die mal hin. Und fertig sind die Streben. So, das müssen wir natürlich überall noch nachziehen. So, aber damit sind wir noch nicht am Ende und zwar machen wir noch eine Sache am Ende und dabei fliegen wir wieder in unser Gebäude rein und setzen jetzt noch auf den Wänden, die wir innen drin haben, noch eine weiße Betonschicht drauf. Nur, dass wir diesmal hier überall die freien Flächen noch mit rüberziehen, sodass das hier am Ende dann so ein kleiner Türbogen schon mal, könnte man sagen, fertig ist. Zack, zack, so. Aber hier vorne machen wir es nicht, hier lassen wir das Ganze nur offen. Jo, und dann sind wir hier natürlich erstmal fertig. Im zweiten Part, sage ich nochmal, machen wir jetzt denn die ganzen Fenster noch ein bisschen genauer hin. Wenn ich sag mal, hier haben wir noch ein paar Fenster. Nur diesen Polizeistern machen wir vorne hin, dann die Tür noch rein. Und dann geht's auch, glaube ich, schon ans Dach. Naja, wir gucken mal. Und dann würde ich sagen, ja, war das Ganze hier. Wir sehen uns dann im zweiten Part weiter. Ne? Und dann stelle ich mich vorne safety hin. Und dann bis zur nächsten Folge. Also haut's rein und tschüss.